erscheinen, überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Khan versicherte mir, dass Burdens Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. So ist das manchmal. Really? Das schüttet mich richtig. Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Erbeugend. Und warum? Sie wissen, dass wir hier sind. Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange. Was? Okay. Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Ja, psychischer Einfluss. Ich kenne diesen Tunnel und er kennt mich. Gehen wir. Sei hier vorsichtig, es ist ein gefährlicher Tunnel. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Wir müssen daran vorbeigehen, nicht diese Leute. Konzentrieren. Mama, wo bist du? Zur Seite, Artyom. Digga, ist aber. Wie kann mich tatsächlich überfahren? Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Na, charmant. Ja. Nur noch genug Saft auf dem Akku. Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Folge mir, aber bleib hinter mir. Kein Problem. Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterio manto. Alom rom om. Alom rom om. Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterium alom rom om. Alom rom om. Das kannst du mir erklären? Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund.
Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Mhm. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Naja. Das kommt drauf an. Böse Ratte. Wie man Kongs Dings singt. Sein Outro bei The Forest. Also, weiß nicht, war das über The Forest? War das nochmal diesen Verbrenner? Durchaus nicht aufgefallen. Konzentrieren. Also, bis die Fühle ist 35 mm sind. Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Nee, meinen die heißt nicht umsonst die Verfluchte? Gehen wir. Konzentrieren. Siehst du aus, als wäre ich nicht konzentriert? Ich muss Spinnen vernichten, mein Freund. Sind das mutierte Menschen oder? Sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie, nicht bewegen. Nicht bewegen. Was war das? Wir nennen das eine Anomalie, ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Psst. Licht aus. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Wer hat das hier? Vorsichtig.
Eieiei. Ach, Scheiße. Achtung, die Viecher kommen zurück. So kann man nicht auch nennen, mein Freund. Ich bin sofort bei dir. Komm mal. Wie das ist. Ich vertraue dir, mein Freund. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Du musst nicht antworten. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können irgendwo hin. Ja, so. Da wollen wir hin. Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Komm, hierher! Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer, aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Jawohl.
Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst, und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Diese kleinen Bastarde. Bastarde. Das sieht ja einladend aus. Soweit wir können in den linken Tunnel. Thank you.
Viecher beim Arsch, leck mir scheiß Viecher. Großer Sieg an einer kleinen Station. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebraucht. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Police willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir. Na toll. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat. Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Aha. Schrein. Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Naja. Können wir schon, machen wir nur nicht. Das wär's. Rein da. Jawohl. Denk dran, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom.